rollende Steine setzen kann, Musa. Spiel das Leben nicht vergebens, guck in das Wörterbuch des Lebens und ich sag noch, hey Schnuckels, spiel den Ball ein bisschen flacher. Ich habe jetzt 650 Filme gemacht, mach das jetzt 50 Jahre, diesen Quatsch, und fühl mich sehr wohl dabei. Ich sag, hey Schnuckels, Schicksal kennt keine Lacher. Ja, dann wein doch! Katten aus dem Ballett hier, du echt. Du, bidu, 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 du, bidu, 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 du. Rampenstraße, das ist für eine Rampensau, ist das genau die richtige Straße hier. Bidu, 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 du, bidu, 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 bidu. Ich kenne keinen natürlicheren Schauspieler als mich. Das habe ich dem lieben Gott zu verdanken. Ist das so sexy? Und jetzt seit 50 Jahren, es kommt auch noch ein bisschen Professionalität dazu. Kojoten streifen durch die Straßen. Sie wittern das Unheil. Drüben in den eingestiegen. Nach langer, schwerer Krankheit. Dreharbeiten für Staffel 32 des Seriendauerbrenners Großstadtrevier in Hamburg. Ja, hier ist Großstadtrevier ist sein Revier. Seit gut 400 Folgen ist er Dirk Matthies, der Bulle mit dem Gangstercharme, der oft so verwechselbar mit Jan Fedder ist. Ja, dann mal zurück an Michele. Aber Prollo, Presso? Prollo sind die schon. Alle sagen, ja, du spielst ja nur dich selbst, das ist ganz einfach. Nein, so zu spielen, wie man selber ist, das ist das Schwierige. Irgendeine andere Figur zu spielen, das ist ja nicht das Problem. Sie wollen sich nicht. Sie wissen noch nicht, wie das ist, wenn man nicht das Stück Klopapier wert ist, mit dem sich andere den Arsch abwischen. Oder wissen Sie das? Nein, das können Sie nicht wissen, Herr Polizeiwachtmeister Matthies. Sie sind ein guter Schauspieler. Der liebe Gott hat mir dieses Gen mitgegeben. Ich bin Volksschauspieler. Und vielleicht der Letzte, den es so gibt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Strich runter und dann läuft ja, das wieder. Korrekt. Nee. Mach ich doch in meinem Alter, mach ich das doch nicht mehr. Ne? Ne? Süße, jawohl, komm mal her. Ich habe als Kind angefangen und da waren meine Heroes, also meine Vorbilder praktisch waren Otto Lüthje und Henry Wahl. Und so wollte ich werden, wie die früher, wie die so das unsere Theater bespielt haben. Die brauchten nur auftreten und das. Chartré. Das Seiende im Sein des Daseins ist das Seiende im Sein des Seienden. Ich hätte alles werden können, aber ich wollte ja auch Schauspieler werden. Also in dem Resultat des Arbeitsamtes stand drin, Jan versucht mit kleinsten Möglichkeiten die größte Aufmerksamkeit zu erzielen. Er ist nur für den Beruf des Schauspielers prädestiniert. Empfohlen wird eine kaufmännische Lehre. Schon im frühen Alter von 13 Jahren werden die Fundamente der Feddersen Karriere fern von hanseatischem Handelswesen gelegt. Unsere kleine Stadt am heutigen Hamburger Ernst-Deutsch-Theater gewinnt durch sein Bühnendebüt als Zweitbesetzung. Da durfte ich mitspielen und er hatte zwei Sätze. Und war 13 und wurde aber erst mit 14 konfirmiert. Jetzt haben wir also bei C&A schon mal den Konfirmationsanzug schon mal gekauft, weil den brauchte ich für das Theaterstück. Und als ich konfirmiert wurde, war er natürlich ein bisschen zu klein, logischerweise, weil wir den Konfirmationsanzug schon ein Jahr vorher gekauft haben.
Das Fernsehen entdeckt Jan für die NDR-Serie Reisedienst Schwalbe. In Freizeitkleidung zeigt er Feddersch-rotzige Lässigkeit, synchronisiert allerdings. Er selbst klingt den Filmern zu sehr nach Hamburger Hafenkante. Wir fahren nun schon seit 5 Jahren hier und immer nur dasselbe. Die Höhle kenne ich auch schon in- und auswendig. Ich auch. Die ist so groß, da kann man sich direkt drin verlaufen. Da drin gibt es ein prima Echo. Was für ein Echo denn? Ist das wahr? Na klar. Was meinst du, wenn du hohoho rufst, dass er wiederkommt? Na hohoho. Ja, das meinst du. Hihihi. Klar und deutlich. Ach, du spinnst ja. Wir können ja wetten, bitte. Was machst du denn da? Was soll das? Ich lege mein ganzes Taschengeld zusammen. Hier, so pass auf, das sind jetzt genau 3,50 Mark. Und den Bonbon mit Erdbeeren dazu. Wetten? Hast du Interesse? Ehrgeiz kenne ich nicht, aber ich will schon und muss schon immer die Nummer 1 sein, sonst ist scheiße. Als Nummer 2 wird er im Januar 1955 geboren, als zweiter Sohn der musisch begabten Mutter Gisela und Vater Adolf, dem Gastwirt. Die Vorfahren Seeleute, der Großvater von Klein Jan, eine Jahrmarktsberühmtheit als stärkster Mann der Welt. Schon als Schüler ist er nicht auf den Mund gefallen. Mit 11 verfügt er mit allem Drum und Dran über die Lebenserfahrung eines Jungen von St. Pauli. Liebt Auftritte mit Mutter Gisela. Gesungen wird viel im Hause Fedder, später im Kirchenchor des Michel. Sein Revier, das Gebiet rund um die väterliche Kneipe zur Überseebrücke. Ich hatte den größten Abenteuerspielplatz der Welt, nämlich den Hamburger Hafen. Hamburg, Altertum, krumm und schief und so was. Und heute ist das alles enorm und Computer und so was. Und so habe ich meine Kindheit und Jugend verbracht und das war wunderbar und das ist auch sehr schön. Die Jugend auf St. Pauli prägt. Als junger Schauspieler weiß Jan Fedder genau, wie er das Milieu zeigen muss. Authentizität ist für ihn selbstverständlich. Was passiert? Da läuft was tierisch Linkes ab. Eins hat die Schlüssel von der Apotheke gegriffen. So, dann kann er sowieso nichts mit anfangen. Man versteh doch. Wer will an das Dope ran? Film und Bühne sind Drogen. Und dann bin ich gerne ein Junkie. Die deutsche Theaterlandschaft beglückt er in Nord und Süd an Landes- und Jugendbühnen. Entscheidend für den weiteren Weg ist aber Bootregisseur Wolfgang Petersen, der am gleichen Hamburger Theater arbeitete wie Jan. Das war Petersen damals. Ich war noch Rocker. Ich hatte die langen Haare, Lederjacke und sollte vorsprechen. Ich war irgendwie am Ernst-Deutsch-Theater. Und er war ja mal Dramaturg und Regisseur am Ernst-Deutsch-Theater hier in Hamburg. Und dann bin ich dahin. Noch mit den langen Haaren. Ja, Alter, was hier los oder was? Und dann war ich einer der Ersten, die besetzt wurden. Weil da sagt er, den Hamburger Rocker, den will ich auch dabei haben. Und dadurch ist es dann gekommen. Die ersten Worte, die im Boot fallen, sind von mir. Ich sollte irgendwas singen. Das wollte ich aber nicht, sondern ich wollte singen an der externen Show mit dem Tüdelband. Habe ich dann auch durchgekriegt. Habe ich dann nachher im Synchron gemacht. Filmgeschichte. Bitte bloß nicht mit den Beinen in den Tüdelkopf, du munteres Rehlein, du, ich breche das Herz im Nu. Das Boot war für uns alle 16 Schauspieler, glaube ich, lebensentscheidend. Alle gingen nach oben und nur einer saß weinend in der Ecke und das Telefon klingelte nicht und das war ich. Keiner wollte mich haben nach dem Boot. Kein Mensch. Erst beim Studentenfilm Kurze Rückkehr kann Jan als Matrose Mutz anheuern. Der Hamburger Regisseur Walter Lindenlaub wird später einer der großen Kameraleute Hollywoods. Für den Film habe ich damals versprochen gekriegt, 500 Mark. Das war ein Abschlussfilm der Münchner Filmhochschule. Und ich habe schon jeden Tag für die Essen gekauft, weil die aßen nie was und so. Und ich habe mir schon Sorgen gemacht. Und am vorletzten Drehtag hat Walter mich gefragt, Sie kommen mit dem Budget nicht hin, ob ich auch mit 250 Mark einverstanden wäre für 10 Tage. Ich sag, ja, bin ich auch damit einverstanden. Tschüss. In 4 Monaten bin ich wieder da. Ist ja nicht so schlimm. Du stehst in deinem Kiel wie so eine richtige Seemannsbraut. Statt Liebesglück in Schwarz-Weiß
wartet nun doch die internationale Filmszene auf Jan Fedder. Ich hatte das große Vergnügen, mit einem Weltstar zu drehen, nämlich mit Sir Alec Guinness. Das war eine BBC-Produktion, die zwei Tage in Travemünde gedreht haben. Die waren mit 100 Mann Team da und ein Aufnahmeleiter mit so einem Zepter. Dong, dong, dong. Now we have to shoot. Quiet, please. Also das war mal richtig mal eine Ansage. Und ich konnte meinen Text nicht. Hier ist like a Psycholüchikul-Katschi. Oder so ähnlich. Und daraufhin stoppte Sir Alec Guinness. Now we stop the working. I have to teach my young college what he have to say. Und dann ist Sir Alec Guinness mit mir durch die Dünen gegangen, in Travemünde, auf und ab. Und das ganze Team musste warten, alle. Und hat mir das in seinem Oxford-Englisch beigebracht. He's like a psychological. Respekt. Smileys Leute heißt die Serie, in der Jan Fedder seinen einzigartigen Auftritt an Sir Alec Guinness Seite hat. Eine einmalige Erinnerung, die am Schneidetisch allerdings keine Gnade findet. Jan Fedders britische Sprachexpedition wird zum Rockerauftritt unter Stars. What do you want? I'm so extremely sensitive to pain. Ich habe nur drogenabhängige Rocker, Gangster gespielt, etc., etc. Und dann auf einmal kriegte ich das Angebot, einen Polizist zu spielen. Und da habe ich wirklich überlegt, das ist ein Karriereknick, danach kannst du dich verabschieden, weil dann wirst du nur noch als Polizist besetzt und fertig aus Banane. Sag mal, hast du ein neues Auto? Nee, aber die Flosse geht jetzt in so einen Container rein, dann wird sie eingemoddet und dann hole ich sie nur noch sonst erst raus. Warum das denn? Weil ich älter werde und die Flosse auch. Und mit dem neuen da kann ich bequem einsteigen. Der hat nicht viel gekostet und dann hat das so eine schöne Höhe für ältere Herren. Das Radio geht und jetzt kommt der Oberknaller. Der hat einen Bullenfänger. Was hat der? Ein Bullenfänger. Fiktion und Wirklichkeit mischen sich ungezwungen im Fedderschen Kosmos. Natürlich tauchen die Automobile seiner nicht unbeträchtlichen Sammlung draußen auf dem Land auch im Großstadtrevier auf. Alte Autos riechen gut und alte Autos tun gut und alte Autos fahren sie auch gut. Stehen tun sie gleichfalls gut in den Scheunen seines Landsitzes hoch oben im Norden Schleswig-Holsteins. Ganz da hinten steht der Opel Kapitän. Dann kommt der 180er und hier komme ich mit dem allerschönsten Auto. Das ist nämlich das Elektroauto von meiner Mutter und fährt jetzt wieder nach Reparatur und kann ich mich wunderbar mit auf dem Bauernhof bewegen. Der hat zwei Geschwindigkeiten und wir haben immer die Schnelle ein, immer den Hasen. Es gibt die Schildkröte und den Hasen und der hat immer den Hasen eingestellt. Ich weiß auch nicht und der ist immer zu schnell. Manchmal fahre ich immer irgendwo dagegen. Haben Sie es mal mit Bremsen versucht? Bitte was? Bremsen! Hier sind keine Bremsspuren. Dafür gibt es doch sicher einen Grund, oder? Ja, gibt es auch. Fußbremse gleich null. Es tut mir leid, das Fahrzeug ist sichergestellt. Wegen technischer Mängel. Kann ich mal Ihre Papiere sehen? Ja, die muss ich suchen, Herr Riemenwagen. Dann suchen Sie. Alle Ordnung ist für den Einzelnen Freiheitsbeschränkung, sagt der Philosoph Friedrich Paulsen. Auf Jan Fedders Hof weht der Geist der Freiheit. Das müssen Carsten und ich noch aufräumen. Also wir haben hier schon Wochen um Wochen 120 Kartons schon endlich, aber es ist immer noch, es hört nicht auf. Weil ich habe einfach zu viel. Ich weiß gar nicht mehr, wohin mit dem ganzen Scheiß. Ich steigere das oder ich biete einen guten Preis oder es ist so günstig, dass ich es haben muss und ein bisschen Sammelleidenschaft gehört dazu. Aber es gilt auch da, eben das Wichtige ist dabei, Zeitgeschichte zu erhalten. Da reiht sich auch die Rettung fast vergessener Kinoschätze ein. Trigger,
ist ein solches Werk aus den Untiefen des Filmschaffens 1985. Niederträchtiger war Jan Fedder nie. Komm raus! Na los, Mensch! Ich habe diesen Film gekauft. Das ist der schlechteste Film, der jemals in Deutschland produziert wurde. 90 Minuten in 5 Tagen. In 5 Tagen mit einer 25-minütigen Verfolgungsjagd. Und der ist so unglaublich schlecht, das ist kein Trash mehr, das ist schon ein Obertritt. Das ist unfassbar. Heute steht das letzte Mal hinter der Theke. Morgen liegen wir schon unter Palmen. Wieder? Wie bist du doch erst dreimal abgefahren? Aber sicher ist sicher. Ich krieg den Anruf, ob ich einen Film drehen will in Köln oder was. So, ich fahre also nach Köln, da kommt mir ein Mann entgegen und eine Frau. Ne? Und gucken mich so an und sagen, so, das sieht doch ganz normal so aus, eigentlich kann er doch so bleiben oder wie oder was. Ich denke, wer soll so bleiben oder wie oder was. Ich war 18 Minuten in Köln, jetzt gehen wir oben auf die Domplatte, und machen eine Drogenübergabe. Ich sage, was machen wir bitte? Ja, da oben, wir gehen jetzt und dann sind sie zum echten Dealer. Der irgendwann dachte, ich bin einer von der Schmiere und drehte durch. 30 Minuten später, also ich war 30 Minuten in Köln, habe ich dann eine Tankstelle überfallen. Das war jetzt mittlerweile völlig normal schon. Habe dann eine Tankstelle überfallen und dann kamen wir in einen Nachtclub. Und in diesem Nachtclub ging es runter und da waren zwei bayerische Hupfdolen. Da habe ich gedacht, das zieht dir die Schuhe aus, so schlecht, das glaubt man gar nicht. Die Schwestern Audrey und Judy Landers bringen all ihr Schauspieltalent ein. Es passt vorzüglich. Ich bin sehr stolz auf den Film, also sowas macht man nicht alle Tage. Das ist sehr selten. Wenn einer wie ich oder du mal sein Leben aufschreiben würde, das würde einschlagen wie eine Bombe. Peter hat einen Bauernhof, ich habe einen Bauernhof. Und sagen, es gibt noch viel, viel Schlimmere auf dieser Welt als die beiden. Freuden des Landlebens. Ein Dorf als nach Büttenwader verlegt. Jetzt habe ich ja auch gedacht, was soll das mit diesen Nacktwanderern? Das sieht ja gar nicht schön aus, wenn die bei uns so vorbeilaufen. Weil das ist ja hier nicht dreckig. Ja, die fängt ja bei mir vor der Tür an. Ja, und da vorne baue ich den Stand hin mit den Erfrischungsgetränken und landwirtschaftliche Produkte. Und dann kommt da die Liegewiese und überall hier Tribünen für die Zuschauer. Ja, ich habe ja auf meinem Kartoffellager schon ein Parkplatzschild hingestellt. Mit Preisliste. Ja, und dann noch die Bude für die Erinnerungsfotos, ne? Ich meine, wer baut denn heute noch Kartoffeln an, wenn der Nacktwanderer das Geld aus der Tasche ziehen kann? Ja. Zur Erinnerung an das Nacktwandern in Büttenwerder. Das dann auf Pappe, verstehst du, 12 Euro. Also 300 Autos kriege ich ja locker auf meinen Kartoffellager. Ne? Und wenn dann einer Dauermieter ist, weil er so oft nacktwandert und sich das lohnt, dann kriegt er eine Monatskarte in Marmoram. In was? Marmoram. Marmoram? Ja, Marmoram. Was ist denn Marmoram? Ein Rahmen aus Marmor. Ach, Marmoram. Ja. Der Feddersche Hof mit seinen schlummernden Schönheiten und Resultaten unermüdlichen Sammelns ohne jeden Hintersinn steht ganz im Geist von Büttenwader. Dieser Landsitz ist der Realität so verpflichtet wie der Fantasie. Ein halbwahrer Fluchtort für den Mann, der jahrzehntelang unablässig vor der Kamera steht. Ich hatte mir schon ein paar Häuser angeguckt. Und dann, als ich das hier gesehen habe, hat es Ding-Dong gemacht. Nicht Ding wie bei den anderen, sondern Ding-Dong. Es ist immer was zu tun, das bringt ja auch Spaß. Bloß jetzt bin ich leider nicht mehr so fidel wie früher. Da habe ich ja alles noch selber gemacht. Das ist nicht St. Pauli, das ist die Weite, die man sich wünscht. Das ist der 96er Blick. Das ist von Hans Albers noch damals aus der Sammelkiste. Das ist der weite Blick nach Helgoland. Den habe ich schon sehr oft eingesetzt, also beim Feuerschiff und auch beim Taucher und so weiter. Gemeinsam mit dem hilfsbereiten Nachbar Carsten geht Jan Fedder erst einmal das Naheliegende an.
Oh, ja. Haue, haue, das sieht aber aus. Ja, da müssen wir bei. Ja. Alles ein bisschen kaputt. Das wird aber nicht so in ein, zwei Tagen. Ne? Das dauert ein bisschen länger. Ja, man spart immer am falschen Ende. Hätte man gleich die teure Eiche genommen, dann wäre das vielleicht nicht passiert. Mit Brüchen und baufälligen Lebensläufen kennt Jan Vedder sich aus. Sie zeigt er, vollkommen authentisch und wahrhaftig, wie den Taucher Hinrichs in der Siegfried-Lenz-Verfilmung Der Mann im Strom. Darf da noch was sein? Danke, ich zahle. Da ist Jan Vedder ein St. Paulianer, der sich nicht ausboten lassen will, weil er zu alt ist für die Arbeit, von der er doch leben und seine Familie ernähren muss. Ich habe zuerst mein Taucherbuch gefälscht. Ich habe mich jünger gemacht, als ich bin. Aber das spielt keine Rolle, weil das Taucherbuch bleibt im Hafen. Ich wollte doch nichts anderes, als nur wieder arbeiten. Und nur weil ich arbeiten wollte, habe ich das getan. Der Fernsehpreis 2006 für den besten Schauspieler in einer Hauptrolle geht an Jan Vedder. Aufstieg in die Champions League für den Mann, den sie gern den Brackwasser-Bogart nennen. Mit Lenz kommt der Serienstar Jan Vedder ganz groß heraus. Und die Moral von der Geschichte? Mach einfach 4 Wochen mal ein anderes Gesicht. Und dann, Alter, das ist kein Scheiß, kriegst du da. Vielen Dank an die Jury, vielen Dank an alle Beteiligten und vor allen Dingen an Siegfried Lenz für diese Bombenvorlage. Kurs Lenz wird beibehalten. Das Feuerschiff zeigt Jan Vedder als bedrohten Kapitän Johann Freitag, der gewaltlos Widerstand übt. Bleib stehen, sag ich! Ein packendes Kammerspiel auf offener See. So sterben nur Giganten. Und Todesnähe kennt Jan Vedder nur zu gut. Ich habe alles gehabt und bin dem Tod 14 Mal von der Schippe gesprungen. Und also so richtig Angst habe ich nicht mehr vor. Nein, eigentlich nicht. Das Leben ist schön, wie es ist. Das ist, und man muss das so genießen. Bis unter das Dach mit ein Meer von Sammelgut durch alle Stilrichtungen, Interessenfelder und Epochen findet sich hier. Konzentriert noch einmal im sogenannten Lebensraum nach isländischem Vorbild. Jan Vedder, ein Gesamtkunstwerk. Hier ist mein ganzes Leben drin. Hier ist von meiner Geburt, von der Kindheit bis zum heutigen Tage alles drin. Alles, was das Herz begehrt. Das sind die Schuhe meines Bruders, als er 15, 16 war. Das hat mir mein Onkel aus Afrika mitgebracht. Hier ist das, hatten wir immer auf dem Dings, unser Butterfass. Meine Rollschuhe. Hier kommen wir zu meinem Lego-Kasten, meine Gleitschuhe, Tischtennis, mein Schach, die erste Klappe, das Boot, hier die Strahlungsmaske, da hinten ist das große Rad des Lebens, woran man immer dreht. 3 Lieben, wo ich immer hin wollte, mein alter Afghanmantel noch, und da ist der Feuerwehrhelm drüber, damit da nichts passiert, toi, 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 fertig, mein Leben. Freilandrosen, die Lieblingsblumen, bringt Marion zur Feier des 50. Schauspieljubiläums von Jan am Set des Großstadtreviers. Seit 18 Jahren sind sie jetzt verheiratet. Wir sind alle da. Wir sind alle schon da. Ja, gleich. Festdekoration am Drehort, dem Revier, das so lange die Heimat von seinem Dirk Matthies war. Edlen Schaumwein gibt es und volkstümliche Köstlichkeiten. Vedder'sche Mischung eben. Currywurst Pommes. Bratwurst, Thüringer Art und 4 kleine Domwürstchen. Viele Kollegen und Mitstreiter sind gekommen, Jan Vedder zu ehren. Wie du das ausgehalten hast. Es ist kein Riesenfest, sondern eine unaufgeregte Party mit Menschen, die das unvergleichlich. Auf 50. Die ARD-Oberen sind da, sie sparen nicht mit Lob und kostbaren Gaben für den Jubilar und Sammler. Jürgens aus dem Schinderhandel.
Originaltypi. Applaus für den, der sich am falschen Schopf aus der Filmgeschichte so kindlich freuen kann. Beifall zugleich für einen, der es geschafft hat, den der Krebs nicht besiegen konnte. Einen, der seinen spielerischen Willen durchgeht. Oder im Rollstuhl, aber er steht noch in der Manege. Auch, weil es viele Freunde gibt, die ihm immer wieder den Rücken stärken. Danke dafür. Danke auch den 1000 Kollegen und den 10.000 Teammitgliedern, mit denen ich 50 Jahre Spaß hatte und den Quatsch, den man Leben nennt, ausprobieren durfte. Kein Schicksalsschlag, sondern die Explosion der alten Großstadtrevierwache, streng nach Drehplan. Das jahrzehntealte Motiv in Hamburg-Altona hat ausgedient. Ab jetzt wird im Studio gedreht. Das Großstadtrevier geht mit der Zeit in seine Zukunft. Jan Fedder lässt es sich nicht nehmen, hier die letzte Klappe zu machen. Es ist alles evakuiert. Ja, ich bin der Letzte hier. Sie wissen doch, der Kapitän verlässt immer als Letzter das Schiff. Ja. Die letzte Einstellung von Folge 438 ist jetzt im Kasten. Moos an. Doch der Abschied vom Vertrauten schmerzt einen wie Jan Fedder sehr. Er macht von seinen Gefühlen auch am Drehort keinen Hehl. Er ist Bauer, Bulle und immer Volksschauspieler. Ganz nah dran am wahren Leben. Ja, hauptberuflich bin ich Mensch und nebenberuflich bin ich Schauspieler. Spiel das Leben nicht vergebens. Guck in das Wörterbuch des Lebens. Und ich sag noch, hey Schnuckels, spiel den Ball ein bisschen flacher. Ich sag, hey Schnuckels, Schicksal kennt keine Lacher. Du, bidu, 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 du, bidu, 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 du, bidu, 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 bidu. Take a walk on the wild side.